heute mal eine Vorstellung zu diesem Modell hier, zu dieser Taschenlampe von Trustfire. Das ist die Mini X7, wobei Mini, schwierig. Hier haben wir mal einen Victorinox Kompakt daneben gehalten. Ihr seht schon, magnetische Endkappe. Und klar, das ist ein kleines Taschenmesser in Anführungszeichen, also doch ein kompaktes Taschenmesser. Also wirklich Mini ist die Trustfire Mini X7 jetzt nicht. Ich hatte die Mini X3 war das, glaube ich, in der Vergangenheit schon vorgestellt. Ähnliches Design, also im Aufbau, hier aber dann doch wesentlich breiter, länger gehalten, dieses Modell hier. Erstmal geht vorab ein dickes Dankeschön raus an Trustfire. Die haben mir dieses Modell zugeschickt, damit ich es mal vor die Cam halte. Das auch mit einem gewissen Zeitdruck bzw. der Bitte, doch schnell ein Video zu machen. Das ist nämlich eine Kickstarter-Kampagne hier. Ihr findet natürlich den Link zur Kickstarter-Kampagne in der Videobeschreibung. Und wir haben hier eine speziellere Taschenlampe. Ja, ich versuche jetzt mal ein paar Eindrücke wiederzugeben. Ist nicht ganz so einfach. Die Lampe ist erst seit gestern bei mir. Und ja, ich wurde halt angefragt, ob ich schnell ein Video machen könnte, da die Kampagne halt nur noch ein paar Wochen läuft. Ich glaube, bis zum 10. November. Was ich gleich sagen kann, qualitativ ist das alles schön und sauber gefertigt. Der Clip macht einen sehr guten Job. Hab die Lampe jetzt gestern dann gleich eingesteckt. Ich wünschte mir, er wäre matt schwarz. Das sollten sie auf jeden Fall noch anpassen. Das ist mir doch zu auffällig. Aber in der Funktion, auch mit dem Schwung, dem Bügel hier, dass du sie halt mannigfaltig, universell anbringen kannst an die Ausrüstung. Baut aber auch ordentlich auf. Den spürt man dann auch schon in der Hand. Ist dann natürlich in der Haptik dahingehend gut, dass man sofort weiß, wo der An- und Ausschalter bzw. der Clicky ist. An- und Ausschalter haben wir seitlich nämlich hier. Haben wir so einen, in den Stufen wählbaren seitlichen Schalter. Ganz links ist dann halt aus. Schiebst du in die Mitte, ist die Lampe normal an. Übers Display bekommst du dann Informationen. Und ganz nach vorne haben wir dann Laser Klasse 1. Roter Laser, und der misst dann die Entfernung. Da hat man dann einige Möglichkeiten. Das in der Taschenlampe verbaut hatte ich so jetzt noch nicht. Ich hatte schon ein paar Laserentfernungsmesser benutzt. Die waren allesamt größer als diese Mini X7, von daher ist das gar nicht verkehrt. Der Entfernungsmesser vom Laser hat eine Range von, ich glaube, 3 cm, also nah dran an den Laser, an der Lampe, bis 30 Meter, soll dann eine Messgenauigkeit von plus minus 2 mm haben, also sehr akkurat. Die Abdeckplatte hier, die beherbergt dann ein 3000 mAh Akku, also fest verbauter Akku. Und ja, das könnte schon mal ein Punkt sein, der einigen nicht gefällt. Ich fände es auch besser, wenn er wechselbar wäre. Ich wünschte sie mir tatsächlich ein bisschen reduzierter. Ob dann ein kleinerer Akku, da bin ich mir nicht ganz sicher. Soll dann ja auch wirklich ein Tool sein, dass man vielleicht auf Werkstatt mit dabei, oder nicht auf Werkstatt, auf Montage etc. bei der Arbeit, wenn man wirklich oftmals etwas ausmessen muss mit so einem Laser, also mit einem Entfernungsmesser. Da ist es dann natürlich von Vorteil, dass man anständig Kapazität hat. Das wird hier geboten. Display ist gut ablesbar. Der leicht gummierte Trustfire Clicky hier funktioniert wunderbar. Ich glaube, es ist eine Luminous Flux LED verbaut. Die haut im höchsten Mode 750 Lumen raus. Soll angeblich, also laut Trustfire, eine Leuchtweite von 115 Meter haben. Ja, das kann man getrost vergessen. Hatte die Lampe ganz kurz beim kleinen Spaziergang gestern Abend noch mit. Kamera habe ich nicht mitgenommen, war mir wirklich zu kalt. Kannst du aber knicken. Ne? 20, 30 Meter Entfernung, kein Problem. Da werden die Sachen gut angeleuchtet. Alles darüber hinaus, also wirklich ab 50 Meter, wird es schon schwierig. Ist halt ein breit gestreutes Licht. Da hast du keinen wirklichen Spot. Und wenn es nicht gerade ein großes weißes Haus ist, dann
dann werden die Dinge einfach nicht stark genug erhellt, illuminiert. Ich finde es generell auch völlig okay, dass wir hier in Anführungszeichen nur 750 Lumen haben in der höchsten Stufe. Das ist für die allermeisten Situationen absolut ausreichend. Wer mehr braucht, der greift dann eh zu anderen Lampen mit anderen Anforderungen. Und das hier halt ein Werkzeug, das einem Licht geben soll und halt ein Laser zur Entfernungsmessung. Dann gehen wir doch gleich mal auf die Maße ein. 12 cm ungefähr Gesamtlänge. Dann haben wir knapp 4, 3,8 cm beziehungsweise 3,3 cm in den Maßen. Ist also schon ein bisschen was. Und mit dem Akku wiegt die Lampe 165 Gramm. Durchaus dann in der Größe und im Gewicht etwas, das man dann in der Hosentasche spürt. Im Rucksack sieht das schon wieder anders aus. Ist eventuell auch ratsam, sowas dann im Holster zu tragen. Gehört, glaube ich, nicht zum Lieferumfang mit dazu. Ich habe mich ein bisschen gewundert. Ja, kam direkt aus China die Lampe. Originalkarton war nicht dabei. Bedienungsanleitung haben sie noch reingepackt. Ich hatte einen Karton von irgendeiner anderen Lampe bekommen, also vom anderen Modell von Trustfire. Der wurde dann wohl zweckentfremdet von meinem Kontakt. Ja, immer ein bisschen uncool. Man möchte ja eigentlich die Präsentation so halten, dass man genau sieht, was man bekommt. Bei der Kickstarter-Kampagne sieht man das, ist der typische Trustfire-Karton, der mit dabei ist, mit den Infos dann drauf. Und USB-C-Ladekabel ist dann noch mit dabei. Die Bedienungsanleitung, ich glaube, nur englischsprachig. Hatte gestern nur einen ganz kurzen Blick drauf geworfen. Die lässt sich relativ einfach bedienen. Das ist nicht schwierig. Einfach so die Feinheiten. Beim Switchen der Lasermessung, da kann man noch ein paar Dinge einstellen. Da brauchte ich dann die Bedienungsanleitung. Jo, jetzt ist die Lampe aus. Wenn sie aus ist, schalte also ganz links. Können wir die Lampe auch sperren durch einen Doppelklick? Dann sollte das aufblinken. Habt ihr vielleicht noch gesehen, wenn ich sie jetzt anschalte, dann blinkt es wieder. Genau, das zeigt halt an. Lampe ist gesperrt. Um sie zu entsperren, muss sie wieder aus sein. Wieder geblinkt, genau, Doppelklick. So, und jetzt ist sie entsperrt. Jetzt kann ich sie anschalten. Memory-Funktion startet dann halt bei der letztgewählten Lichtstärke. Das war bei mir dann Low mit 2 Lumen. Drücken wir nochmal drauf, sind wir in der zweiten Stufe. Wird auch angezeigt hier mit 50 Lumen. Hält dann angeblich fast 23 Stunden jetzt noch. Klicken wir nochmal drauf. Haben wir die dritte Stufe, 200 Lumen mit 6 Stunden 37. Und dann halt die, ja, was haben wir hier? 708 Lumen, Stufe 4, etwas mehr als eine Stunde. Jo, und das dann im Circle und das war's dann mehr oder weniger. Hält man gedrückt, dann bekommt man einmal den Laser, kann man zuschalten und nach kurzer Zeit den Strobe. Nochmal Klick, dann ist die Lampe im Low-Mode. Jo, mit dem Strobe sehr, sehr unsinnig, meiner Meinung nach, dauert der wirklich recht lang, also Lampe an, dann drücken, gedrückt halten, dann kommt der Laser, dann kommt der Strobe. Ganz klar, die wenigsten Lampen haben Spezial-Extraschalter für den direkten Zugriff bei Strobe, aber gibt doch viele Möglichkeiten durch einen Doppel-, durch einen Dreifachklick, durch schnellere Reaktionszeiten den anzuwählen, ist hier vorhanden, jedoch nur wirklich nicht optimal gelöst. Dafür wurde aber der Laser-Entfernungsmesser besser gestaltet in der Bedienung. Nach oben schieben, Display geht an, dann können wir den Laser nutzen, Klick, dann ist er auch da. Und jetzt hat man ein paar Möglichkeiten. Wenn man drückt und gedrückt hält, genau, dann sind jetzt gerade die zwei Zeichen aufgekommen. Dann muss man loslassen. Wir müssen das nochmal machen. Das sind so kleine Pünktchen hier. Und die sorgen dann halt für, dass man so eine Live-Messung hat. Also, dass das sofort gemessen wird. Und dann wird das jetzt gerade in der Einstellung von Lampenende gemessen. Also haben wir hier 14,4, 14,5 cm. Und das kann man natürlich noch ändern. Das wird auch hier oben angezeigt. Ich hoffe, das kann die Kamera einigermaßen einfangen, dass vom Lampenende links oben die Symbolik gemessen wird. Und das kann man aber auch noch switchen. Da habt ihr jetzt links das Symbol und dann seht ihr halt, dass gemessen wird vom Lampenende. Und das kann man halt switchen, indem man drückt und gedrückt hält. Und irgendwann kommt dann halt das Symbol, dass die Messung nur noch vorne dann stattfindet. Und jetzt hat man halt die Möglichkeit, wenn ich einmal draufklicke,
Dann wird halt eine Messung durchgeführt. Ja, das dauert dann halt ein paar Sekunden. Und wenn die Messung abgeschlossen ist, dann drückt man nochmal drauf, dann hat man das Messergebnis, also 12,9 cm. Gehen wir mal ein bisschen weiter zurück, nochmal anmachen. Die Messung wird durchgeführt und so kann man halt zum Beispiel verschiedene Wände, halt verschiedene Ebenen ableuchten. Klickt man nochmal drauf, bekommt man das Messergebnis. Diesmal waren es dann knapp 23 cm. Und man kann halt auch eine Echtzeit, eine Realtime, eine Live-Messung machen. Dann muss man halt drücken, gedrückt halten, bis die zwei Elemente da kommen. Und dann, genau, wenn ich jetzt vor und zurück gehe, passt sich das an. Also entweder Realtime, Echtzeitmessung, entweder vorne von der Lampe oder halt hinten. Und das macht auch durchaus Sinn, dass man das einstellen kann. Also die Messung hinten vom Lampenende oder von vorne. Gerade wenn man die Lampe dann abstellt. Und ja, den Bereich möchte man natürlich dann auch gemessen haben bis zum Boden. Beziehungsweise der Fläche, wo man die Lampe abstellt, ranmacht, ist magnetisch, erzählte ich ja schon. Können wir auch kurz demonstrieren. Da kannst du dann halt die Lampe an verschiedene Flächen, die halt magnetisch sind, anbringen. Jo, und rein vom Entfernungsmesser mit dem Laser funktioniert das ganz gut. Das muss jetzt jeder für sich entscheiden, ob das eine Lampe ist, ja, die man im Setup, im Alltag, auf der Arbeit etc. gebrauchen kann. Preislich liegen wir hier, ich glaube, gibt jetzt noch Bausteine für 70. Ja, 70 Dollar, ungefähr 65 Euro. Lampe gibt es in Schwarz, in Grau und in Midnight Blue. 65 Euro erscheint mir für das, was geboten wird, scheint mir okay. Darüber hinaus muss man schon wirklich Fan sein. Ich selber würde sie mir nicht bestellen, kaufen. Ja, ist mir einfach ein bisschen zu groß und ich habe halt tatsächlich auch so gut wie nie Bedarf an so einem Entfernungsmesser. Ist jetzt ganz cool, dass man den da hat und ich kann mir auch gut vorstellen, wenn man wirklich sowas ständig auf Arbeit gebrauchen kann im Verbund mit der Lampe, dann ist das reizvoll und sinnig. Aber ja, wie schon gesagt, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Das war es soweit von mir und von der Trustfire Mini X7. Und ja, ihr könnt ja gerne mal reintackern, wer dran geblieben ist und Lust dazu hat, wie ihm das Teil gefällt und ob dieses Modell für ihn reizvoll und sinnig ist. Und ansonsten verbleibe ich wie immer mit: Bleibt gesund, Peace, ich bin raus.